Bullseye. So, die B sollte jetzt endgültig ziemlich sicher sein im Abstiegskampf, glaube ich. Also, Abstiegskampf ist immer relativ. Ja, komm. Schwachnerven ist jetzt nicht so dramatisch. Das ist schon eher nervig. Demir. Ja, wir sind auf der 8. Das ist okay, das ist okay. So. Einmal den hier. Iruglu bleibt. Wir schicken jetzt einfach mal, boah, wir müssen ja, oh. Wir nehmen mal hier mal drauf. Fürs nächste Spiel. Hornberger, Schäferlein, Squadrone, Helge Schneider, Günzel, Lange und Hausinho. Yes. So, machen wir so. Machen wir so und hoffen, dass es reicht. Und dass Hausinho noch 4 Buden macht. Oder 5. Come on. Schöner Start von Kiel. Glanzparade schon mal gut. Gefällt mir. Gefällt mir natürlich nicht, wenn er zu viele Glanzparaden haben muss. Das heißt, dass die Defensive davor ein bisschen slackt. Golasso. Hausinho. Yes. Freistoß so. Die 34 für Hausinho sind checked. Jetzt bräuchte er noch 6 Buden für die 40. Also wenn es gegen jemanden schafft, dann gegen Nürnberg, ne? I'm just saying. Come on, Lupenreiner. Lupenreiner, do it. Do it. Come on. Du willst es auch, Hausinho. Du willst es auch. Do it. Nee. Wäre der zweite in der Saison, ne? Hat am Anfang der Saison schon mal eingemacht, glaube ich. Boah, nee, wir lassen die 11 so stehen. Ich könnte auswechseln, aber ich will nicht übermäßig auswechseln, einfach nur, weil Fitness für Inter geschont werden soll. Nach Möglichkeit. 2 gelbe, nicht so schön. Come on. Come on, Hausinho, da geht noch eins. Mach zumindest noch eins, bitte. Moritz Lange mit dem Tor. Lange hat er drauf gewartet. Haha, hihi. Come on. Geht noch ein viertes? Nee. So, was hat er auf einem gemacht? Hat gegen Hannover gewonnen. Die lassen nicht locker, ne? Die lassen keinen Punkt liegen. Die wollen keine Punkte liegen lassen. Dann kann ich theoretisch nur hoffen. Heim, haha. Könnte ich nur hoffen, dass Hoffenheim den Pokal gewinnt, aber ich weiß nicht, ob die noch dabei sind. Ja, die sind im Finale. Boah, wenn Hoffenheim den Pokal gewinnt, dann könnte Zweiter reichen. Wer spielt dann Supercup? Zweiter oder der Pokalfinalist? Ich bin mir nicht sicher. Weil Supercup, DFL Supercup ist ja Pokalsieger gegen Meister. Wenn das dieselbe Mannschaft hat, dann rückt normalerweise entweder der Pokalfinalist oder der Zweitplatzierte der Liga nach. Ich bin mir nicht sicher, wer es ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir müssen hier mal für Daniel eine kleine Must-Spiel-Regelung einführen, sonst läuft Iruglu ihm wirklich sehr, sehr schnell den Rang ab. Nun müssen wir uns überlegen, ob wir da sagen nächstes Jahr, wir verkaufen Iruglu. Einfach um Daniel den Stammplatz zu halten. Oder zu sagen, wir halten trotzdem weiter beide und haben dann natürlich ein krasses Duo auf der RV. Ich wollte gerade sagen, einfach nicht hochverlieren im Spiel und wir kassieren das 1-0 binnen 4 Minuten. Come on, Leute. Ich meine, wenn wir hier jetzt gegen Inter hochverlieren, dann ist das mit der Liga sowieso schon egal, gefühlt, weil. Dann spielen wir in UEFA Supercup auch nicht, dann, ne, scheiß drauf, Digga, quasi. Amendiakos macht den Ausgleich. Sehr schön. Yes, Führung aus Indien, come on, das ist besser, das ist besser. Das ist schon viel, viel besser. Finale, wir kommen.
Fragezeichen. Komm, 4-1. Latte Moritz Lange. Schade. Schade. 3-1 ist okay. Das ist okay. Das nehmen wir so mit. City gewinnt 4-2. Mokoko und Mkandala. Alte Bekannte. Alte Bekannte. Mkandala von uns natürlich. Mokoko von Dortmund. Osnabrück ist sicher besonders motiviert. Wir werden sehen. Prognose. 2 Punkte dahinter. Ne? Prognose ist, Hoffenheim lässt gegen wen liegen? Am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern. Ja gut, dann wäre es egal. Ne? Letzter Spieltag ist egal. Da sind sie schon durch. Die müssen zweimal liegen lassen. Das ist mein Problem. Und es sind nur noch 3 Spiele. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Und das Ding ist, wir müssen jetzt alles gewinnen. Wir müssen jetzt definitiv alles gewinnen. Wenn wir einmal Punkte liegen lassen, ist die Liga durch. Dann können wir nur darauf hoffen, dass Hoffenheim den Pokal gewinnt und dass der zweite nachrückt und nicht der Pokalfinalist. Das ist dann die einzige andere Hoffnung. Und natürlich das alles nur vorausgesetzt, wir gewinnen dann zumindest die Champions League. Aber wenn wir dann die nicht gewinnen, dann ist das also auch die Liga, wie gesagt. Zumindest für die 6-Trophäen-Saison ist die Liga dann egal. Wir gehen gegen Osnabrück voll rein. Ich glaube, wir können fast gegen Inter dann immer noch fast voll rein. Come on. Come on, Leute. Wir überrennen Osnabrück jetzt. So das Ziel. Krass, wie die überrennen. Danke. 1-0. Let's go. Armin Diakos. Yes, Tor Nummer 19, Vorlage Nummer 10 für Hausinho. Und Jakobs wird doch nicht 20 noch voll machen wollen diese Saison. Reuter verletzt. Nicht schön. Ich würde auch Schäferlein einwechseln, wenn wir Squadron auf der Bank haben. Halte ich für eine clevere Idee. Das war Sarkasmus natürlich. Elfer für Osnabrück. Ich kann nicht in Worte fassen, wie krass wir Osnabrück gerade überrennen. So krass überrennen wir die, das. Danke, Hausinho. 36. Come on. Doppelschlag, Hausinho. Wäre wichtig. Danke. 37, do it. Lupenreiner. Come on, Lupenreiner gegen Osnabrück. Und dann ist die 40 trotzdem greifbar nahe. Bitte. Wer hat denn jetzt Hausinho ausgewechselt? 3 Tore in 2 Spielen bräuchten wir. Okay, wir gewinnen gegen Osnabrück. Das ist gut. Hoffenheim gewinnt gegen Bielefeld. Mann! Bayern holt uns nicht mehr. Wir sind Zweiter. Safe Zweiter. Hausinho könnte den neuen Torrekord aufstellen. Der ist mit Armin Diakos schon gleich, ne? Also der Grind für die 40 hat vielleicht mal kurz überschattet, dass ja der neue Rekord schon nahezu aufgestellt ist. Also, was ist es fehlen noch 2 Tore. Noch 1 Tor. Er muss auch nochmal treffen. Schoboschlei zu den Rangers. Ach ja, der Spieler. Fredos +1 bei Austria Wien. Okay. +5 für Krüger. +1 für Wasser. +3 für Bangerham. Hat gegen uns getroffen, der Hund. +4 für Gmell. +3 für Ngoma. +1 für Meiser Mendy. 16,33 Mio. Das ist kein schlechtes Angebot, aber das ist 18, da geht noch was. +3 für Steiner. +2 für Limits. +5 für Halb. +2 Ottiger. Auch der hat gegen uns getroffen. Der Hund. Vogts +1. +3 sonst. Dallemura leider nicht verbessert. Schade. Östergaard. Krul. Maherovic schlechter. Okay. Hat aber 29 Spiele gespielt und 3 abgebaut. Eieiei. Das ist ja wild. +5. Einige sehr schöne Improvements. -3. Hat kein Spiel gespielt. Digga. Na gut, das ist da. Da hat es keinen Verein gegeben, der auf der Position ein Spiel gesucht hat. Ne? Das war das Problematische. Leider. Hausinho, aber fast mit 60% Spieler des Monats. Holy shit. Auslaufende Verträge? Soll denn auslaufen? 2 Spieler? Na
Ja gut, ne, hä? Kommen die denn her? Hä? Ach, die sind in der A, die, das wird, das weiß nur ein Bug, also nicht ein Bug, aber das ist, weil die, ja, nevermind. Ne? Weil die ja gerade hochgeholt wurden aus der Jugend. Aber nichtsdestotrotz, wenn die wieder unten sind, können wir da mal gucken, ob wir noch dem einen oder anderen Jugendspieler einen Vertrag geben müssen, ne? Die dann Aufgabe macht oder nicht. Flip aus. Passt aber auch einfach zur Saison, ne? Nee. So. Rest in peace. Gucken wir mal schnell die Mentoren durch. Nee, Wendt kommt weg. Maestrelli kommt weg. Yeah. Nach Hause. Nach Hause. Ne? So, Torwart, LV, IV. Haben wir noch einen IV? Nee. Dann kommt der raus. Haben wir einen RV? Auch nicht. LM, OM haben wir einen ZM. Yes. Noch ein Stürmer. Yes. Sehr schön. So. Ja, die beiden 70er, ne? Nächste Saison, 3 Jahre, erste Mannschaft, 400.000. Abfahrt. Nächste Saison, 3 Jahre, erste Mannschaft, 600.000. Ja, komm, 69, der kriegt vielleicht noch die 70. Ansonsten ist 69 auch eine schöne Zahl. Und dann verlieren wir da zumindest schon mal keinen. Killert schon wieder was. Rest in peace. So. Ja, voll rein. 2,99er, ne? Hinspiel 3-1. Rückspiel auch. Zu Hause. Come on. 1-0 Inter. El Muhuti. Stimmt, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, dass El Joker ja bei Inter ist. Come on, Armin Diakos. Tja, er wird halt weiter in dem Schatten von Armin Diakos und Hasino stehen, wa? Haha. Komm mal, Leute. Unentschieden würde mir reichen. Sollen wir jetzt nicht gleich hinten liegen, ist alles fein. Sobald wir hinten liegen, wird das Ding plötzlich eng, ne? That's what she said, haha. Armin Diakos mit einem 2-1 und das ist quasi das Finale. Das heißt, jetzt wäre es echt schön, wenn man Hoffenheim dann in der Liga noch ein bisschen liegen lässt. Jetzt sind wir zumindest nur einen Sieg vom Champions-League-Sieg entfernt. Vom erneuten Bastoni, dass der überhaupt noch spielt. Holy shit. So, Finale gegen City? Yes. Natürlich gegen City. So, jetzt haben wir noch Gladbach. Währenddessen gucken wir mal, wie Euro- und Conference League Finals aussehen. Milan kommt weiter gegen Leverkusen. Schade. Stadren schmeißt Chelsea raus. Das heißt, wir haben Milan gegen Stadren im Finale. Und in der Conference League haben wir Real Sociedad gegen Atalanta. Nachdem die Eindhoven und Basel rauswerfen. Aber City ist der einzige Engländer, der noch dabei ist. Das heißt, wir haben genauso viele Engländer wie deutsche Mannschaften im Finale. Und ironically spielen die gegeneinander. So. Gegen Gladbach. Wir könnten 3 Gelbsperren uns abholen, ne? Crazy. Running through my head. Sehen Sie, das müsste auf meinem Back-to-Back liegen lassen. Ich glaube nicht dran, aber wir geben unser Bestes und hoffen, dass Hausino vielleicht auf dem Weg dazu noch die 40 Tore knackt. Dann hätten wir wenigstens das abgehakt. Come on.
der dritten Minute. Nee, ich habe keine Worte für diese Saison. Wirklich nicht. Holy shit. Gelb für Luca. Luca fällt aus dem finalen Spiel. Sehr schön. Wundert mich nicht. Golasso. Ausinho. Aminiakos. Vorlage Luca. Das macht es auch nicht besser, Luca. Lass einfach stecken, ganz ehrlich. Ah, Luca, so ein Tor vielleicht? Nein. Das hilft auch nicht mehr. Lass einfach gut sein, Luca, ja? Lass einfach gut sein. Ausinho könnte ein Tor machen. Das wäre super. Yes. Vorlage Luca. Come on. Noch ein Tor Ausinho und dann noch eins im letzten Spiel. Ist das zu viel verlangt? Das ist zu viel verlangt, oder? Lange verletzt. Glanzparade. Parade. 2-0. Hat Hoffenheim liegen lassen? Ne, 5-0. Hoffenheim ist Meister. Hoffenheim ist Meister. Kein Unentschieden. 27-0-6. Respekt. Respekt an der Stelle. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Liga-Zweite in den Supercup geht. Ja, Tagliente und Luca fehlen jetzt beide, ne? Mann, da machst du was mit, du. Ich will jetzt zwei Buden gegen Hannover sehen, ne? Der Rekord ist gebrochen. Wir haben einen neuen Torrekord aufgestellt. Die letzten Rekorde hat alle Aminiakos aufgestellt. Jetzt waren sie nochmal wieder am Werk. Wieso spielen wir am Sonntag? Ach nee, letztes Spiel ist immer am Sonntag. Nevermind, alles gut. Ich stelle dumme Fragen. I'm sorry. Augustin. Wir können auch mal gucken, ob die zweite schon durch ist, weil wenn ja, können wir die Spiele auch jetzt hochziehen. Vielleicht haben wir da ein bisschen Boost noch für das Spiel gegen Hannover. Also gerade vielleicht ein RM. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer RM in der zweiten ist, ne? Aber vielleicht geht da was. Weil wenn die zweite vielleicht schon am Samstag gespielt hat, also die dritte Liga, dann könnten wir sie schon hochziehen. Nee. Also ich gucke über viel hinweg, aber nee. Nee. Nee, die haben auch noch heute. Okay, dann ich. Dann quasi ein letztes Set Spielergespräche, weil vom Champions League Finale oder zum Champions League Finale sind dann wieder alle Spieler in der ersten. Da wird mir das zu voll. Dann enden alle auf genau 19 Gesprächen, das ist auch nicht schlecht. Man gönnt ja sonst nichts, ne? Abfahrt. Geh für Schnecker. Das Guck mal, Ausinho. Eins noch, Ausinho. Eins noch, bitte. Günzele. Come on. Glanzparade Dragowski. Das ist nur, damit die Hausinen nicht auswechseln, ne? Wenn das nicht offensichtlich war. Come on. Lass Hausinho nicht wieder ein Tor vor dem Rekord einbrechen, bitte. Was hat's mit den 33 schon gehabt? Sven ist verletzt.
Hausinho. Oh Mann. Ich meine, der neue Rekord steht, aber warum denn wieder ein Tor? Osnabrück, Stuttgart gehen runter. Ach, Hausinho, du machst mich kaputt. Liam Tagliente, wieder drei Buden. Ganz ehrlich, was hat ein Tagliente? Also Tagliente und Longo könnten beide hochgehen, ne? Könnten tatsächlich beide hochgehen. Gut, die A. Oha, die A wird wahrscheinlich nicht mal Meister diesmal. Krass. Also zumindest stand jetzt nicht. Damn. Die Jugendarbeiter voll eingeknickt, diese Saar. Huch. Na gut, Hausinho, ne? Ist immer noch das Nonplusultra. Talent, die Junke bedeckt. Ein Achter. Erwin Katuo. Leider wieder ein DM, ne? Namibia. Nehmen wir mit. Die Jugend. Jetzt durch. Yes. Die A ist am meisten geworden. Let's go. Let's go. Upp, upp. Let's go. They see me rolling. Alessandro Festa immer noch geil. Ach, das war der von aus Namibia. So, machen wir da noch irgendwie Verträge. Jetzt geht's wirklich nicht mal mehr um, ne, jetzt so, sondern einfach so generell so. Deutsch so. Dass wir die dann nächstes Jahr verleihen, vielleicht als Ding. Den zum Beispiel. Nächste Saison. Boah, 2 Mio. Boah, ich weiß nicht, ob der das annimmt, ne? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Der hat schon unterschrieben. Nächste Saison. 900k. Der nächste Saison. Einfach nur, um ein bisschen Platz in der Jugend wieder zu schaffen für neue, ne? Und die können wir dann auch ordentlich verleihen. 500k. Und Jim Martin, glaube ich, schaffen wir auch noch. Genau. So, in der B machen wir das ähnlich. So, einmal gucken wir hier. Haben wir einen Mentor? Nee. Dann auch hier, ne? So, LV, FA, IFA, R, ZM. Hier haben wir einen RM? Nee. Gut. Nagler, nächste Saison. Und das war's hier tatsächlich. Gut. So, Auf- und Abwertungsrunde. Bring! Yes. Okay. Sehr schön aus der zweiten. Schade. Schade. Schön. Raufasertapete. Schön. Also in der ersten Mal sieht nicht viel. Spielrate verlässlich gut. Das waren die 18 Wochen, die ausgefallen sind, wegen dem Wadenbeinbruch. Longo. Tagliente kriegt den neuen Safe Call. Quintas. In der ersten passiert nicht viel. Gut, die erste ist halt einfach zu stark, ne? Die sind halt gefühlt across the board einfach zu krass. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Talent erhöht. Tagliente. Safe. Jimmy Martin lehnt ab. Okay. Ja. Meyerhofer auf 9. Tagliente und Longo auf 9. Boah, müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Kann sein, dass wir die jetzt schon fast nicht mehr verleihen können, ne? Puh. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was hinführt. So, irgendwie hat Jimmy Martin hat abgelehnt. Wobei das wirklich der war, der noch auf der Kippe stand sogar, ne? Ja, es kann. Nee, nicht mal. Oder? Hatte der nicht gerade noch 69? Kappa? Kann sein. Kann sein, dass der jetzt irgendwie gerade ein Upgrade bekommen hat. Aber der stand ein bisschen auf der Kippe, von daher nicht so wild. Nicht so wild. Sehr schön. Next akzeptiert. Hier passiert einiges gerade an. Oder wir haben den gerade verpasst. Kann auch sein. Ich bin gerade vergessen. Wollte Jugenddings machen. Scouts.
Mitarbeiterveranstaltungen. Sehr schön wieder akzeptiert. Sehr, sehr nice. They see me rolling. Bester Spieler Hausino, mal wieder. Mal wieder. Hausino natürlich. Oha, nur 22 Tore, das ist krass. Das ist krass. Respekt an der Stelle. Klarholz und Kaiserslautern gewinnen die Rehle. Klarholz und Kaiserslautern. Können wir dann gleich drauf gucken, wenn wir die Liga nochmal durchchecken. Dirty. Können wir da ein bisschen renovieren, das ist okay. Kein Ding. Machen wir noch. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Hausino mal wieder on top of the world. Das ist ja nicht anders von ihm gewohnt, wa? Ja, nichts anderes von ihm gewohnt. So, City. My bad. Wichtigstes Spiel des Jahres, Leute. Ha. 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 Turn up the radio. Wichtig. Ich weiß nicht, ob es das ausschlaggebende Spiel ist. Ich sage, das kommt jetzt ein bisschen auf die Regelung vom DFL Supercup an. Aber es würde helfen. Come on. 17. Minute, Golasso. Aber für wen? Aber für wen? Amen, Diakos, den Fußballgott. Zwei-Null, Hausinho, let's go. Champions League Nummer 3? Fragezeichen? Ja, die erste Back-to-Back-Champions League natürlich für uns. Das ist ein Kiel nochmal Spiel. Ich weiß nicht, da hat die Kurzeinsätze noch nicht gehabt. Das ist einfach nur mein verzweifelter Versuch, vielleicht noch zu schaffen, dass er nicht enttäuscht ist am Ende oder am Anfang nächster Saison. In the eye. City wird gerade vernichtet. Aber auf diesem anderen Level. Wieso haben wir die Liga nicht so vernichtet, wie wir gerade City vernichten? Das frage ich mich. Aber gut. Ja, Champions League Nummer 3 für den SC Freiburg. Let's go. Damn. Fehlplanung, Jugendcamp, du bist eine Fehlplanung, Digga. Wir checken mal ganz kurz durch, ob wir weiterhin die wildeste Destination für Jugendspieler aus aller Welt sind. Don't stop. Come on, wait, wait, do. La da di da da di da. Ich glaube ja. Glaube ja. Pump it.
Deutschland, U20 Weltmeister. Let's go. Let's go. Sehr, sehr nice. So, nichts mehr zum Renovieren, ne? Nö. Die beiden bauen noch. Yes. 15 und 22 Tage, alles klar. So bauen wir beide quasi diese Saison nochmal aus. Spiel des Monats. Amen, die Jakos. Wir können. Oh. Ach du Kacke. Machen wir alle. Ganz vergessen. I kissed a girl and I liked it. Was kostet die Welt, wa? Was kostet die Welt? Einfach nur unendlich Geld für alle. Scheiß drauf, Digga. In love tonight. Ich denke einfach 2,6 aus die Jungs gerade und der bringt einfach nichts. Nichts. Gar nichts. Aber scheiß drauf, wa? So. Oh, Rühl verlängert. Sehr schön. Dann nehmen wir den nämlich noch mit. Das ist schon mal einer weniger, der nächstes Jahr quasi nächstes Jahr ausläuft. So. Oder am Ende nächster Saison. Trifft es vielleicht besser. It felt so wrong. It felt so right. Tonight. Er ist früh verlängert. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Hausinho. Hausinho. Amendiakos. Amendiakos. Einfach krass. Einfach krass, die beiden. Auf dem Gipfel Europas, yes. Wenn wir jetzt noch irgendwie für den DFL Supercup nominiert sind, weil wir Zweiter in der Liga sind und, oh Gott, okay, wir können mal die Pokale gucken. Nürnberg und Klarholz haben die Redlist gewonnen, ne? Lautern. Warte, Nürnberg? Werden DFL Pokal gewonnen. Hoffenheim, okay, das könnte unsere Rettung sein. Kaiserslautern und Klarholz. Gut, Lautern bleibt oben. Stuttgart, Osnabrück gehen runter. 60 und Köln kommen hoch. Bochum, Regensburg, Pauli runter. Mechtersheim, Luckenwalde und Klarholz. Da, Alter, das sind wilde Mannschaften in hohen Bundesliga. Das ist, ich weiß nicht, wo die alle herkommen. In England, City wieder Meister. Chelsea, Liverpool, City wieder undefeated. Ne? Die haben seit zwei Saisons kein Ligaspiel verloren. Holy shit, Alter. Arsenal wieder nur Neunter. Frankreich, Nizza ist Meister. Ein Punkt vor PSG. Bam. In Italien. AC Mailand. Let's go. Am letzten Spieltag hat Inter verkackt. Yes. Sehr schön. Niederlande. Ajax wieder Meister. Portugal. Porto, Benfica, Sporting, Sporting. Bam. In der Schweiz. Basel Meister vor den Young Boys Bern. In Spanien. Atletico Madrid. Valencia, Real Espanyol, Real Betis, Real Sociedad und Barca auf der 7. Und die sind nur am letzten Spieltag erst einmal eins hoch, ne? Huch. Bitter. Österreich, Sturm Graz. Has done it again. Sturm fucking Graz. Die Neuma und Salzburg nur Dritter. Das ist bitter. Das hat sich gereimt, war aber nicht so geplant. AC Mailand holt die Euroleague. Und Atalanta, die Conference League Italien, räumt sind ab international, wa? Räumen ein bisschen ab. Luca erreicht neue Erfahrungsstufe. Ich weiß nicht warum. Na gut, internationale Spieler wahrscheinlich, I guess.
Auch wenn er anscheinend nicht gespielt hat. Ganz weird. Warnstufe 6 für Luca. Vielleicht hört er da ein bisschen auf mit den gelben und gelb-roten Karten die ganze Zeit. Das wäre super. Ich wäre ihm so dankbar. So dankbar wäre ich. So, wir haben ein paar Verträge verlängert, aber wir haben nicht ausgemistet, ne? Der ist nicht gut genug. 62. Ich glaube nicht, dass er gut genug wird, um ehrlich zu sein. Der geht noch vielleicht, ne? Der könnte noch Richtung 70 gehen mit 8 Sternen. Der hat noch ein Jahr, mindestens. So. Hier. 47. Tschüss. 49. Tschüss. 49. Hoch. Tschüss. 51. Leider. Tschüss. 52. Tschüssigowski. 54. 55. Geht zwar noch, aber 57 ist mir zu knapp. Der ist ein 9er immerhin. Wie war der Status dieses Jahr? Wahrscheinlich nicht ganz so krass, ne? Naja, 323 geht schon, ne? Geht schon, wa? Geht schon, lol. Singing the song we wrote. Oha, warte. Hä? Wo sind denn jetzt die Jungs? Oh Mann. Wo sind jetzt die ganzen Mitarbeiter? Die haben doch alle angenommen, oder? Ja. Ich verstehe es nicht. Aber zumindest sehe ich wieder alle Rollen gerade, I guess. Oh Gott, okay. Scouts. Ist das Apo Red oder was? Jörg Pilawa. Joshua Kimmich. Nehmer. Dann gibt's halt jetzt ein paar neue Mitarbeiter. Schwegler wäre eine Option. Falscher Gentner. Bray Wyatt? Ne. Aber es fehlen noch zwei. Nur Schwegler ist nicht. Ukor wäre noch eine Möglichkeit. Wir gucken mal mit weniger Sternen. Irgendwie ab, weiß ich nicht, ab 80. Kimmich haben wir schon angeboten. Daniel Bayer wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube von Augsburg, ne? Ich guck gleich mal in England. Dann werde ich mindestens weit von Daniel Wimmer. Nee. Daniel Caligiuri? Okay, Schwegler Caligiuri wäre eine Option.
Okay, behalten wir im Hinterkopf. Wir gehen mal kurz nach England. Wir haben Schwegler Caligiuri in der Hinterhand. Aber vielleicht kommt das hier irgendein cooler. Weiß nicht, ein Wayne Rooney. Weil der halt eher Trainer ist, ne? Aber halt sowas die Richtung, ne? Oder halt auch nicht. Ben Mee, nee. Nee, da würde ich eher noch die anderen. Leute, nee. Ich dachte, das ist Nathan Dyer. Musonda. Nee. Yeah, you can be the best. Vielleicht ist aber auch gut, ne? Wenn wir auch neu kriegen, vielleicht finden die dann wieder Leute. Chris Jones. Vielleicht ist aber auch sinnvoll, Leute aus unterschiedlichen Ländern zu holen. Weiß nicht, ob das für die Länder, in den Spezialländern, ob das eine Auswirkung hat. Vielleicht haben wir deshalb keine gefunden, weil die alle nur in Deutschland gesucht haben, gefühlt. Maybe. Weiß nicht, ob das so funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Gillette. Dann holen wir dann doch Ben Mee vielleicht? Emil Heskey. It's gotta be Emil Heskey. Wo ist er? It's Heskey time. So, dann gucken wir nochmal in Spanien. Fernando Navarro. Noch Navarro. Das Höhen platzte mir fast aus dem Schädel, du. Holy shit. Roberto Suarez. Be students, be teachers, be preachers. So sieht er aus wie Piqué. Nur ein bisschen anders. Auch eine gute Aussage. Wie Piqué, nur anders. Okay. Sag mal, wird es irgendeinen Spanier geben, der cooler Ex-Spieler ist, der Scout ist? Holy shit. Sag mal, was hat's denn mit den Bildern in Spanien? Digga. Von der Schokoladenseite haben wir ja auch nichts gehört, oder? Juan Bernat. Haben wir doch einen. Und danach wäre Porto gewesen. So, damit haben wir dann die drei Scouting-Positionen abgedeckt, ne? Dann fehlt uns ein Torwarttrainer. Und vier Marketing-Manager. Ach du Scheiße. So, wir gucken. Ich glaube auch die Aufnahme. Ja, die Aufnahme ist auch im Arsch. Gut, dann muss das Video hier. Auf dem Gipfel Europas, yay! Aber es sind. Hier sind noch alle Mitarbeiter da. 35. Da laufen aber die Verträge noch aus. Okay, da habe ich die Verträge noch nicht verlängert. Gut, dann. Wir haben die. Okay, die Vertragsverlängerung haben wir schon beantragt hier, glaube ich, ne? Vermute ich dann. Guck mal. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich glaube, das Einzige, was uns fehlt, sind die. Sind quasi diese geupdateten. Mitarbeiter. Und ich weiß nicht, ob wir die Jugendmannschaft ausgemistet haben. Also, ob das noch aktuell ist. Nee.
Mann, fuckt mich das ab. Egal. Egal. Wir müssen den Kader jetzt nicht erschlagen, deswegen. Auch wenn ich... Oh, und die Jugendverträge. Den haben wir raus. Die anderen haben wir gelassen. So. Hier haben wir, glaube ich, bis zum 9er alles rausgeworfen. Hast du ja auch mal den Bug, dass du keine Trainer, den Jungen... Ja. So weit bin ich schon, ja. Das ist das Hauptproblem mit meinen Mitarbeitern tatsächlich. Also ich könnte schon zuweisen, das Problem ist, dass die Mitarbeiter nicht richtig angezeigt werden. Mal gucken. Ob jetzt hier auch Scout-Plätze offen sind? Nee. Bis jetzt hat das mit dem Verlänger funktioniert. Letztendlich hast du, oder habe ich, offene Stellen, die keine offenen Stellen sind. Hier, diese. Das heißt, ich kann jetzt noch zwei Jugendtrainer holen. Es verschwinden auch Mitarbeiter. Hier, Asamoah, Ruven Hennings. Stehen da, obwohl Asamoah ein Scout ist und Ruven Hennings in einem der Jugendcamps ist. Was sind die in welchem? Antanavario. Ist das eins, das offen ist? Ich glaube nicht mal, ne? Nee. Also das heißt, das Jugendcamp von Ruven Hennings ist eins dieser Jugendcamps hier. Keine Ahnung. Mann. Was ein Run heute. Was ein Run, wa? Ich baue einfach keine, weil es sich nicht lohnt. Wir bauen sie hier nur, weil, ne, also letztendlich, wir hatten am Anfang auch fast keinen. Ich habe halt welche gebaut, um die Möglichkeit zu haben, ab und zu einen guten Jugendspieler zu bekommen, weil das halt so der Grundbaustein für den Community Safe ist. Und weil, ne, es ist ja alles auf Max. Ich kann literally nur das Jugendstadion hat 110.000 Plätze, das Stadion von der zweiten Mannschaft, 113.000 von der Jugend- und zweiten Mannschaft. Ich kaufe keine Spiele ein, weil wir nur aus der Jugend holen. Wo soll ich hin mit dem Geld? So, jetzt sind die Mitarbeiter weg. Super. Ne? Also es ist literally nur, weil es einfach, ja, was anderes keinen Sinn macht. Was ist denn das? Komm, wir schicken alle auf den Lager. Nehmt mein Geld. Und bald ist dann auch das durch, ne? Und dann können wir gar nichts mehr machen. Quasi. Burgerlicious. Aber ja, letztendlich, wir haben halt irgendwie 30, 40 Jugendcamps. Wir geben über 100 Millionen im Jahr einfach nur um die Erhaltungskosten oder für die Erhaltungskosten der Jugendcamps aus. Und dafür ein, zwei Jugendspieler im Jahr zu bekommen, die halbwegs in Ordnung sind. Steht halt in keinem Verhältnis, ne? Mitarbeiter zurück vom Lager. Yay. Und für den schon wieder anmelden? Nee. Angemeldet. Aufgabe. Ah, hier. Anmelden. Yes. Ach ja, die haben keine Mitarbeiter, hab ich vergessen. So, Digga, wir haben hier Mitarbeiter stehen, ne? Hier stehen Litschi, Kiesling, Meier, Borowski, GD. Hier tauchen nur GD und Kiesling auf. Naja, wir hoffen, dass das nach dem Saisonübergang besser ist. Aber auch das ist so ein kleiner Grund, ne? Also es ist kein ausschlaggebender Punkt, aber auch das ist so ein kleines Ding, was ein bisschen nervt langsam, weshalb das Ende des Freiburg-Saves zumindest näher rückt wahrscheinlich. Auf 114. Das heißt noch 5 Stufen oder so. Auch die sind bald durch, ne? 120 ist, glaube ich, Max-Stufe.
Ohne Auflagen. Hey. So dankbar. Guck mal, jetzt ist... Boah. Macht gar keinen Sinn mehr. Jetzt haben wir drei Jungen... mir drei Jungen angezeigt. Was ist denn hier mit Borowski? Wo ist denn der? Der ist nicht da. To the E. Ah, Leute. Die Saison war wirklich holy shit. Die war. Nächstes Jahr kann nur besser werden. Auch schön, 4 Trophäen geholt und der Typ hier sagt, nächstes Jahr kann nur besser werden, ne? Auch von den 3 Haupttrophäen haben wir nur ein. Ja, nur eins geholt. Ich wollte schon sagen, wieso 2, aber Supercup steht hier mit. So, Spieler. Der unfairste, Luca. Das wundert mich nicht. Dass der nur 2 Platzverweise hat, wundert mich eher. Naja. Der Beste ist halt ganz klar. Hausino, der beste Joker war lange. Ist ein guter Backup für Dingsy anscheinend. In der dritten ist der beste Liam Tagliente und der effektivste. Die unfairste und die beste Heimmannschaft. Na gut, Mitarbeiter ist halt Buggy. Taktisch verschlechtert ist mal ganz objektiv. Oder subjektiv, besser gesagt. Verletzungspech, was soll man machen? Und unfaire Aktion, was, ja, keine Ahnung. Ist Luca schuld. Luca ist schuld. So. Immerhin das, ne? Immerhin da sind wir vertreten. Jugendarbeit ganz klar. Everton besser als City jetzt. Holy shit. Wie du gerade siehst, haben wir geschafft. Ne, das sind nur Offensive diese Saison. Otto, Daniel und alles Tui. Let's go. Erste Runde DFB-Pokal, come on. Jan Regensburg. Espanyol Barcelona in der Champions League, während der FC Barcelona in die Conference League muss. Uiuiui. Uiuiui. Ja, Dortmund nur Conference League. Dortmund, Tottenham, Barca Conference League. Damn.